12.05.2024, der Phil, wo ist in Hürth, beim Volkslauf rund um den Otto-Meidler-See. Inzwischen umgezogen nach Berrenrath, hier auf den Wendelinusplatz. Und die Strecke geht auch nicht mehr um den See, sondern mehr so U-förmig. Aber der Name ist erstmal geblieben. Also heute ist ja schön sonnig und warm, aber für alle Fälle hätten wir hier noch ein paar Heizgeräte stehen. Und was haben wir hier? Kunst. Linus Brunnen. Hand in Hand. Der Pastor bimmelt, die Straße ist gesperrt, da kann es nicht mehr lange sein bis zum ersten Start. Die Schülerlauf haben eine Wendepunktstrecke hier, die Straße rauf und runter. Hier das erste Stück ist noch zweigeteilt, aber oben muss dann ein Stück von der Ortsdurchfahrt mal kurzzeitig gesperrt werden. Auch wenn nachher die langen Strecken rauskommen. Und hier geht's aus dem Ort raus an der See. Oh, 10er und Halbmarathon bleiben jetzt am See und der 5er biegt schon wieder ab und geht oben rum wieder zurück in den Ort. Da wird kein Mensch.
5 Kilometer. 5 ist links. 5. Wie sehen Sie das denn aus? 5 Kilometer. 5 Kilometer. 5 da links. Ja, das sind doch die ersten 10. 5 da links. Schnell in 5. 9. 5 da links. Fünf Kilometer nach links. Schön, Oskar. Max, da links rum. Weiter. Schöne Nummer. Das ist die 5, ja. Fünf Kilometer. Okay, 5000. Hier, 5 nach links. Wir haben übrigens schwarze Karten. Ne? Ja, wir haben 5000 Meter. Wir haben schon rausgeknobelt. Das ist auch 5, ohne Erklärung rausgeknobelt. 5 nach links. 5000. Nach links. 5 Kilometer. 10 ist geradeaus. Danke. Zehn geradeaus. Dankeschön. Mario, super.
Runde Philipp. Ja, aber auch. Kilometer da lang, der Rest geradeaus. Hier. Fünf Kilometer. Hey Jürgen, super! Der Zehner geht gerade aus. Ja, umgemeldet. Hallo, 5 Kilometer. 10 gerade aus. Ja, müssen Sie mal sagen. Der steht doch da vorne. Hab ich nicht gesehen, das ist nicht wahr. 5 Kilometer. 5 Kilometer. Der Rest geradeaus. Kommt alles vor. Egal wie viele Pfeile man hat, irgendwann ist mal einer dabei. 5 Kilometer. Jawohl, geradeaus. Aber auch. Ja. 5 Kilometer. Ihr habt es bald geschafft. Ja. Aber eins ist schlecht. Die Mücken. Ja, das habe ich auch schon hier. Nein, kein Trailrunning heute. Das waren die Mücken. Der erste Ansturm ist bewältigt. Man bereitet sich schon auf den zweiten Durchgang vor. Ich schätze mal, die jetzige U-Form der Strecke vermeidet dann Irritationen hier beim Strandbad, wo man da an dem Parkplatz vorbei hätte laufen müssen. Apropos Irritation. Wer jetzt den Eindruck hatte, der gemeinsame Start von 15 und Halbmarathon wäre etwas eng gewesen am Anfang. Das lag dem Vernehmen nach wohl daran, dass die Teilnehmerzahlen die Erwartungen bei weitem übertroffen haben. Es kann also durchaus sein, dass die Felder in Zukunft getrennt gestartet werden. Das dürfte dann schon der Halbmarathon-Wendepunkt auf der zweiten Runde sein. Und Irritation Nummer 3. Das mit den Mücken betraf natürlich nur mich, der hier rumgestanden ist zum Filmen. Die Läufer haben damit eigentlich keine Probleme. Die sind schnell genug, um davon wegzukommen. Aber keine Angst, allzu viel Wendepunkt hat man hier nicht. Das meiste ist auf dem Abschnitt
wo man jeweils oben und unten parallel einen Weg hat. Es wird also nicht langweilig. Aha, Verpflegung nach dem Berg. Man muss sich das also erarbeiten. Das ist sehr schön. Jetzt hier hoch. Jawohl. Erst eine scharfe Kurve zum Einbremsen, dass er bloß keinen Schwung mit auf den Berg nimmt. Ja, hier muss man ein bisschen was tun. Ja. So, und hatte ich nicht gerade was von Mücken erzählt? Genau, jetzt bewege ich mich nämlich auch nochmal, damit ich nicht schon wieder zerstochen werde. Ah, da ist er wieder. Prima. Ja, ja, bis drauf, keine Sorge. Ja, komm, schwimmen wir mal ein Stückchen mit. Ich habe fast den Eindruck, dass der Wettkampf hier gegen die Konventionen verstößt. Die Hobbyläufer laufen gegen den Uhrzeigersinn. Hier oben, mal gucken, wie es unten aussieht, ob es da andersrum läuft. Prima. Super. Prima. Prima. Prima.
Prima, 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 prima. Und mit den bisherigen Stichproben ist meine Vermutung bestätigt, dass man hier als Freizeitläufer im Training grundsätzlich gegen den Uhrzeigersinn um den See läuft, egal ob oben oder unten. Das heißt, der Wettkampf hat gar keine andere Chance bei der Streckenführung, als die Hälfte der Zeit gegen die geltenden Konventionen zu verstoßen. Naja, muss man mit leben. Scheiße. Prima. 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 So, nochmal angestrengt gucken, Freimut. Ja. Nur für die Kamera. Auf dem dritten Platz, Gunnar, der Kölner laufen an. Martin Schumacher in 36 Minuten und 42